Redner zu diesem Themenbereich erteile ich für die Bundesregierung das Wort Herrn Bundesminister Dr. Franz Josef Jung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Chancen für Arbeit schaffen und den Zusammenhalt in Deutschland stärken, das sind die Ziele der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik dieser neuen Bundesregierung. Meine Damen und Herren, der soziale Frieden, die Partnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind mit die tragenden Säulen unserer sozialen Marktwirtschaft. Dazu gehört auch die Tarifautonomie. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen in Zukunft mehr noch die gesellschaftliche Verantwortung unserer Unternehmen, auch im Interesse der Arbeitsplätze in Deutschland. Für mehr Arbeit in Deutschland müssen wir Hürden für Beschäftigung abbauen, muss der Staat sich auf die Bereiche beschränken, in denen er Verantwortung übernehmen muss. Wir brauchen einen Arbeitsmarkt, der nicht Fesseln anlegt, sondern Freiraum für Arbeit schafft. Deshalb werden wir mit dem Abbau von Bürokratie einen Aufbau von Beschäftigung bewirken. Sozial, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, was Arbeit schafft. Mehr Beschäftigung und weniger Arbeitslosigkeit, das stärkt zugleich die Grundlage für die soziale Sicherung aller. Wenn man allein sich die Zahlen anschaut, 100.000 Arbeitslose weniger, sind eine Entlastung von rund 2 Milliarden Euro im Haushalt und in den Sozialkassen. Ein Arbeitsmarkt, der Impulse für mehr Beschäftigung setzt, ist ein Pfeiler der solidarischen Leistungsgesellschaft, in der sich jeder nach seinen Fähigkeiten entfalten können muss. Gerade in der größten Wirtschaftskrise, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg durchleben, sind Wachstumsimpulse und Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger die richtigen Signale für mehr Beschäftigung. Und deshalb stellt auch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz und die entlastenden Maßnahmen, die am 1. Januar in Kraft treten, von ca. rund 22 Milliarden Euro einen entscheidenden Beitrag zur Arbeit und zur Beschäftigung bei. Wir haben in der letzten Woche durchaus positive Zahlen im Vergleich zu den Prognosen von Anfang dieses Jahres am Arbeitsmarkt zur Kenntnis nehmen können. Die Zahlen machen Mut, aber sie stellen noch keine Trendwende dar. Und deshalb sage ich auch, dass die Entscheidung, die die Bundesregierung getroffen hat, im Hinblick auf die Kurzarbeit, hier eine richtige Entscheidung gewesen ist und hier auch geholfen hat im Hinblick auf die Arbeitsmarktpolitik. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb ist es auch aus meiner Sicht notwendig, dass wir die Regelungen zur Kurzarbeit noch in diesem Jahr verlängern, um auch hier eine Perspektive für Arbeit in Deutschland zu schaffen. Auch wollen wir den Unternehmen mit einem Mehr an befristeter Beschäftigungsmöglichkeit die Voraussetzungen schaffen, flexibel zu reagieren und damit ebenfalls Arbeitsplätze zu generieren. Ferner wollen wir die neuen elektronischen Möglichkeiten nutzen, um einen Beitrag zur Entbürokratisierung zu leisten und die Betriebe bei den Pflichten aus der Sozialversicherung zu entlasten. Und meine Kolleginnen und Kollegen, ich denke, auch im Hinblick auf die Frage der Partnerschaft von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist es ein richtiges Signal, wenn wir beabsichtigen, die Mitarbeiterbeteiligung in den Unternehmen auszuweiten. Applaus
Auch wollen wir dafür sorgen, dass Lohndumping verhindert wird. Deshalb wollen wir die Rechtsprechung zum Verbot sittenwidrig niedriger Löhne auch gesetzlich festschreiben. In der Krise hat die Bundesagentur für Arbeit durchaus ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Ich möchte deshalb dem Chef der Agentur, Herrn Weise, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich danken für ihren Beitrag, den sie zur Vermittlung in Arbeit in Deutschland geleistet haben. Und meine Damen und Herren, wir wollen die Agentur im Interesse der arbeitssuchenden Menschen noch weiter effektiver in Zukunft gestalten. Auch werden wir das durch die Krise entstehende Defizit für 2010 aus Mitteln des Bundes ausgleichen, damit in der Perspektive der Beitragssatz grundsätzlich stabil bleiben kann. Dies ist auch ein wichtiges Momentum, wenn ich über Arbeitsplätze in Deutschland spreche. Auch bei der Betreuung und Vermittlung von längerer Zeit Arbeitssuchenden werden wir nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes die Handlungsfähigkeit herstellen. Wir wollen die Erfahrungen der Kommunen und der Agentur in getrennter Verantwortung, so schreibt es das Gericht vor, auf der Basis der freiwilligen Zusammenarbeit nutzen und der Optionskommunen befristen. Diesbezüglich werden wir auch einen Mustervertrag vorlegen. Entfristen die Kommunen. Wir werden im Rahmen von Hartz IV, also dem Sozialgesetzbuch II, Regelungen beseitigen, die die Bürgerinnen und Bürger zu Recht als ungerecht empfinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden deshalb das erarbeitete Vermögen vor dem Zugriff verschonen, als es 750 Euro pro Lebensjahr übersteigt, statt bisher 250 Euro. Dies ist auch richtig im Interesse der privaten Altersvorsorge, und deshalb werden wir dies im Interesse der Bürger umsetzen. Ebenfalls werden wir die selbstgenutzte Immobilie umfassend in diesem Zusammenhang schützen. Wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Und deshalb werden wir auch die Hinzuverdienstregelungen entsprechend fortentwickeln, um hier zusätzliche Anreize für Arbeitsaufnahme zu schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dazu gehören auch in dem Zusammenhang natürlich Komponenten, die im Zusammenhang mit der Weiterbildung, einer Weiterbildungsallianz erforderlich sind. Und in diesem Zusammenhang sage ich auch, halte ich es für richtig, dass wir die Förderung berufsbezogener Sprachkenntnisse in diese Weiterbildung mit einbeziehen, weil dies auch eine Chance für zukünftige Arbeit bedeutet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will auch zu der aktuellen Debatte im Hinblick auf die Rentensituation ein Wort sagen. Ich denke, eins ist eindeutig: konkrete Aussagen im Hinblick auf die Rentensituation, konkret wie dies ab 1. Juli des nächsten Jahres aussieht, werden erst im März des nächsten Jahres möglich sein, wenn nämlich die konkreten Zahlen auf dem Tisch liegen. Aber, meine Damen und Herren, es muss auch klar sein, die Rente ist Alterslohn für Lebensleistung. Sie ist grundsätzlich an die Lohnentwicklung angepasst. Und deshalb kann man heute aber auch sagen, auch bei einer negativen Lohnentwicklung werden die Renten nicht sinken. Dies haben wir mit der Rentengarantie so beschlossen. Und dies ist auch, wie ich finde, eine richtige und wichtige Botschaft für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Auch weise ich darauf hin, dass in dem Zusammenhang
der Beitragssatz in Zukunft stabil bleiben soll. Und das ist ebenfalls ein wichtiger Tatbestand, der dazu beiträgt, dass eben die entsprechenden Nebenkosten nicht weiter sich positiv, also heißt nach oben, entwickeln und damit zusätzliche Belastungen darstellen für die Arbeitssituation in Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dieser Legislaturperiode wollen wir auch ein einheitliches Rentensystem in Ost und West schaffen. Und ich lade alle Fraktionen dazu ein, sich intensiv an dieser Diskussion und an dieser Entscheidung mitzubeteiligen, weil ich denke, dass es eine herausfordernde Aufgabe ist, hier ein einheitliches Rentensystem in Ost und West in Deutschland 20 Jahre nach dem Fall der Mauer auch zu schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Interesse von mehr Arbeit wollen wir die Anreize zur Frühverrentung beseitigen und die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung vornehmen. Auch dies gehört zu unserem Programm, wenn es darum geht, mehr Menschen konkret in Arbeit auch in Zukunft zu bringen. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich einen Satz zu einem anderen Themenbereich in unserem Aufgabenfeld sagen. Dabei geht es um das Thema Menschen mit Behinderung. Ich denke, dass eins klar sein muss: Menschen mit Behinderung haben unsere menschliche Zuwendung verdient. Wir wollen die Rahmenbedingungen positiv für diese Menschen gestalten und wollen einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen entwickeln. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist auch in diesem Zusammenhang die richtige Politik. Deutschlands Stärke, liebe Kolleginnen und Kollegen, gründet auf dem Fleiß und der Verantwortungsbereitschaft der Menschen. Es gründet auf der Leistungsbereitschaft der Unternehmer und der Arbeitnehmer. Es gründet auf dem sozialen Frieden. Diesem Fleiß und der Verantwortungsbereitschaft mehr Raum zum Wachsen zu geben, fördert Arbeit und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Der Mensch ist uns wichtiger als die Sache. In diesem Sinne machen wir eine wertorientierte Politik für die Menschen in Deutschland, für Arbeit und den sozialen Frieden. Besten Dank. Applaus